Das Ergebnis des zweiten Kindersitztests 2023. 17 erhielten ein Gut, ein Sitz ein Befriedigend und 2 wurden mit nicht genügend bewertet. Die 2 nicht genügenden Sitze sind eigentlich ein Sitz. Das ist eine Babyschale von Maxi Cosi, wo wir Naphthalin drin gefunden haben. Und Naphthalin ist eben einer der Stoffe, die wir verbannen oder die in der Europäischen Union eigentlich verböhnt sind. Zumindest wenn es um Gegenstände geht, die Kinder in die Hand oder gar in den Mund nehmen können. Das Naphthalin steht im Verdacht, krebserregend zu sein, allerdings nur in relativ großen Konzentrationen. Aber es ist brennbar, es ist reizend. Wir könnten natürlich nur auf befriedigend abwerten. Die Konzentration an Naphthalin in dem Sitz war jetzt nicht so hoch, dass das für das Kind lebensgefährlich ist, wie etwa ein Sitz, der im Frontcrash versagt. Aber wenn wir da befriedigend geben, reagiert der Hersteller nicht und deswegen das nicht genügend, wenn zu viele Schadstoffe gefunden werden. Die restlichen Kindersitze bekommen von den TesterInnen ein Empfehlenswert. Kann man diese also ohne Bedenken kaufen? Also wenn ein Sitz ein Gut hat, kann man mal grundsätzlich ohne Bedenken kaufen. Man muss natürlich schon bedenken, dass der Sitz ins eigene Auto passen soll, dass das Kind auch reinpasst. Also an das muss man schon denken, dass ein Kindersitz nach wie vor ein Fachhandelsprodukt ist. Man kann auch Sitze kaufen, die die Note befriedigend erhalten haben, aber da würde ich dringend empfehlen, mir die Ergebnisse im Detail anzusehen. In dem Test war das eben der Krakow Slim Fit, der übrigens baugleich ist mit dem Joy Everystage. Das ist ein Sitz, der noch ohne Isofix zu verwenden ist, also was ein Vorteil sein kann, wenn man ein Auto ohne Isofix-Verankerungspunkte hat. Allerdings ist er sehr kompliziert zu verwenden. Das Kind muss da immer wieder so durch den Schultergurt durchkraxeln beim Einsteigen. Das heißt, er hat in der Bedienung einmal schon nicht so gute Noten gekriegt und die Sicherheitsnote ist halt akzeptabel, aber auch nicht berauschend. Also ein Sitz, den man kaufen kann. Ich würde ihn allerdings nur kaufen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen keine anderen Sitze finde oder in meinem Auto keinen anderen Sitz verwenden kann. Insgesamt ist Stefan Kerbel mit den aktuellen Produkten nicht zufrieden. Warum? Was wir in unserem Test nicht wirklich gut abbilden können, ist die Lebensdauer der Produkte, also die Dauerhaltbarkeit. Und uns fällt aber schon auf, dass also auch bei Sitzen, die ganz gute Noten bekommen, trotzdem der Verdacht besteht, dass die vielleicht nicht mehr ganz so lange halten werden wie Sitze, die wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Das hat damit zu tun, wie stark der Kunststoff ist. Die Kunststoffmaterialien verwinden sich teilweise stärker. Das können wir jetzt schwer bestrafen in unserem Test, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Sitze nicht mehr so lange halten wie Sitze vor 5 Jahren. Und wir tüfteln auch daran, ob wir es nicht schaffen, für unser nächstes überarbeitetes Testprogramm vielleicht die Noteverarbeitung etwas aufwendiger zu gestalten und da ein paar Prozeduren einzubauen, dass wir auch die Verarbeitungsqualität der Produkte besser abbilden können. Also ich stehe eigentlich auf dem Standpunkt, dass 2 Kinder mindestens einen Kindersitz nutzen können sollten. Das würde bei einem Sitzerhöher dann schon 10 Jahre sein, ist aber eigentlich zumutbar. Und Babyschalen sollten eigentlich von 3 Kindern genutzt werden können, ohne dass ich da Ersatzteile brauche, einen Ersatzbezug oder irgendetwas zu Bruch geht. Alle Details sowie weitere hilfreiche Tipps zum zweiten ÖAMTC Kindersitztest 2023 finden Sie auch auf unserer Homepage.